Ja, einen schönen guten Nachmittag und vielen Dank für die Vorstellung, für die freundliche Begrüßung und auch für die Einladung, Herr Otto. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen hier sprechen zu können. Ich muss noch hinzufügen, ich glaube, wir haben auch mal das FSC-Siegel zusammen ausgeheckt. Das muss auch schon 25 Jahre inzwischen her sein. Also doch eine lange gemeinsame Geschichte inzwischen zusammen mit guten Ergebnissen, aber noch keinem abschließenden Erfolg. Vielleicht skizziere ich es so. Das ist heute nicht unser Thema, auch wenn diese Dinge miteinander zusammenhängen. Ich bräuchte jetzt, glaube ich, doch noch mal Hilfe mit der Technik. Ah ja, aber ich habe keinen Monitor, ne? Ah, super. Okay, so, dann funktioniert das gut. Ich wurde vorgestellt, ich bin für meine Fraktion Mitglied im Umweltausschuss und habe aber auch von 1994 bis 2002 im Agrarausschuss gewirkt. Das heißt, bin mit der Thematik auf der politischen Ebene seit vielen Jahren vertraut. Und es ist ja auch klar, dass diese beiden Bereiche aufs Engste miteinander verzahnt sind. Ich hoffe, ich werde jetzt mit meinem Input nicht zu viele der Dinge, die die Vorreferenten am Vormittag bereits aufgeführt haben, doppeln, aber ich will mit diesem Chart gerne beginnen, weil mir auf der politischen Ebene zum Thema Boden besonders wichtig ist, dass wir darüber reden, dass es ein Allgemeingut ist, dass der Boden, den es sowohl in Europa als auch in Deutschland oder global gesehen gibt, uns allen gehört und er einzelnen Nutzern entweder via Pachtverträgen oder via Privateigentum zur Nutzung überlassen worden ist. Aber es ist Allgemeingut und deshalb geht es uns alle etwas an. Und ich weiß nicht, ob Sie das Modell der planetaren Grenzen kennen, das von verschiedenen Wissenschaftsinstituten aufgestellt worden ist, das skizziert, in welchen Bereichen unser Planet Grenzen hat, die wir entweder schon überschritten haben oder wo Überschreitungen drohen, die jeweils sogenannte Kipppunkte werden können, das heißt nicht mehr beherrschbare, nicht mehr durch den Menschen beherrschbare Prozesse auslösen können. Und Sie sehen dort, dass die Klimakrise, ich mag das Wort Klimawandel nicht, dass die Klimakrise diese planetare Grenze noch nicht so weit überschritten hat, wie das bereits beim Thema Artensterben oder den sogenannten diffusen Stoffausträgen aus menschlicher Nutzung in allererster Linie Landwirtschaft und Verkehr anbetrifft. Deshalb gibt es Herausforderungen für die politische Ebene. Mir wäre als Politikerin ja immer am liebsten, wenn ich nichts machen muss, wenn einfach alles gut ist und weder die Grüne Partei irgendwelche Verbote vorschlagen müsste oder sonst irgendwelche Dinge. Aber wir haben die Herausforderung, dass die planetaren Grenzen in verschiedenen Bereichen überschritten sind und dass wir, mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind, die die Funktionsfähigkeit der Böden, die für unsere Ökosysteme und für menschliche Produktion, für menschliches Zusammenleben, für menschliche Siedlungsaktivität unverzichtbar sind, inzwischen tangiert sind. Und insbesondere die Frage von Filterfunktion und Speicherung von CO2 auch in einem wesentlich größeren Zusammenhang stehen, als jetzt möglicherweise ein Ackerschlag, der negativ belastet ist, oder eine Teilfläche, die versiegelt worden ist. Das heißt, dort wird eingegriffen in die großen globalen Kreisläufe. Und deshalb würde ich diese vier Themen aus politischer Sicht für die größten Herausforderungen sehen. In Deutschland auf nationaler Ebene und auch für die europäische Ebene sicherlich Versiegelung und landwirtschaftliche Nutzung noch stärker als Bodenerosion und das Landgrabbing stärker mit Europa zusammenhängt, als wir, glaube ich, manchmal annehmen. Darauf komme ich später nochmal zurück. Ich will den Bereich Versiegelung und Straßenverkehr nur kurz tangieren. Ich glaube, er wurde heute Vormittag bereits etwas ausführlicher besprochen. Aus politischer Sicht gehen, wie gesagt, relevante Funktionen des Bodenhaushaltes verloren, wenn die Versiegelung so fortschreitet mit gegenwärtig 77 Hektar in Deutschland Bodenverlust pro Tag. Das Ziel der Bundesregierung, der die Grünen seit langer Zeit nicht mehr angehören, heißt 30 Hektar bis 2020. Das heißt, dieses Ziel wird um Längen verfehlt werden. Das ist nicht mehr erreichbar.
Und dadurch, dass der neue Bundesverkehrswegeplan einen massiven zusätzlichen Flächenverbrauch in Anspruch nehmen wird, wenn alleine nur das, was im vordringlichen Bedarf festgelegt ist, also wo mehr oder weniger alle gesellschaftlichen Parteien sagen, ja, das brauchen wir, die Umgehungsstraße XY, der Fertigbau von Z ist notwendig. Wenn also all diese Dinge nur realisiert werden, dann kommen nochmal zusätzliche Bodenbedarfe zu den hier dargestellten gegenwärtigen Bodenverlusten hinzu. Und unten noch eine Zahl, die Sie möglicherweise nicht kennen, dass durch diese versiegelte Fläche eine so immense gesellschaftliche Last, Kostenlast inzwischen auch entstanden ist, um diese Fläche alleine nur für Abwasser freizuhalten, die wir alle bezahlen, obwohl wir von der Versiegelung nicht alle gleichermaßen profitieren. Auch diesen Punkt kurz angesprochen, weil ich glaube, das Hauptthema auch für die Diskussion nachher das Spannungsfeld Umwelt, Naturschutz, Bodenverbrauch, Bodenbelastung und Landwirtschaft sein wird, dass die Kontamination mit Altlasten natürlich sehr relevant ist, insbesondere im globalen Maßstab und durch den Abbau von Bodenschätzen, aber auch innerhalb von Deutschland nach wie vor der Neuaufschluss von Braunkohletagebauen nicht abschließend vom Tisch ist. Ich komme quasi noch fast frisch aus den Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt, wo das Thema, ob dort weiter in die Braunkohle investiert wird und dadurch natürlich massenhaft Boden dauerhaft vernichtet würde, obwohl wir es noch nicht geschafft haben, die alten Flächen zu rekultivieren und das auch nur begrenzt möglich ist, selbst wenn man alle Technik und alle Finanzen zur Verfügung hat, trotzdem noch weiter, obwohl wir es für die Energieerzeugung definitiv nicht mehr brauchen werden, über Braunkohle, insbesondere in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, diskutiert wird. Erosion, es ist in anderen Erdteilen ein größeres Problem als in Deutschland, aber wir haben auch hier zumindest Teilflächen, die massiv von Bodenerosion betroffen sind. Und das Thema Humusverlust ist eines, was aus meiner Sicht in der ganzen Bodendiskussion bisher zu kurz gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es heute Vormittag wahrscheinlich von Herrn Sukow auf jeden Fall angesprochen worden ist. Aber das, was wir an Humusverlusten auch hier durch ganz normale, gute fachliche Praxis, sogenannte gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft haben, ist relevant und verlorener Boden. Das werden wir, unsere Ururenkel und die danach noch eine ganze Weile nicht mehr aufholen können, weil das Neuentstehen von Böden halt Fristen einnimmt, die wir alle gemeinsam nicht überschauen. Und was durch unsere Wirtschaftsweise, durch unsere Lebensweise in anderen Teilen der Erde immer relevanter wird. Das Beispiel Bangladesch ist, glaube ich, inzwischen das bekannteste, wo sehr, sehr relevant bereits verloren gegangen ist, landwirtschaftliche Nutzfläche durch Versalzung, weil der angestiegene Meeresspiegel in die Äckerböden hineindrückt. Wir haben 19 Zentimeter Meeresspiegelanstieg in den letzten, ich glaube, 30 Jahren zu verzeichnen. Das heißt, diese Prozesse finden bereits statt. Und sie vernichten dort landwirtschaftliche Produktion in den Teilen der Erde, wo der Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahrzehnten am größten sein wird und wo global agierende Konzerne via Landgrabbing am meisten Land herausnehmen für die landwirtschaftliche Urproduktion, für die dort lebende Bevölkerung und sie internationalen Agrarmärkten oder Rohstoffausbeutung zur Verfügung stellen. Um zu switchen auf das, was uns etwas näher ist. Landwirtschaftliche Produktion hat sich weltweit fast verdreifacht, aber die Fläche ist nur um 12% gewachsen. Das heißt, der größte Teil des Produktionszuwachses ist durch Intensivierung passiert. Das ist per se noch nichts Schlechtes. Ich gehöre nicht zu den Romantikern, die den Bauernhof von vor 50 Jahren oder von vor 80 Jahren verklären und sagen, wir müssen dorthin zurück. Wer einmal per Hand einen Schweinestall ausgemistet hat, weiß, warum ich das sage. Das heißt, Intensivierung, Produktionsfortschritt, auch Produktivkräfte, Weiterentwicklung ist per se nichts Schlechtes. Aber wir haben die Folgen im landwirtschaftlichen Bereich nicht mehr im Griff. Das war eingangs mit diesen planetaren Grenzen von mir dargestellt. Wir haben den positiven Bereich durch die Intensivierung verlassen und sind in den negativen Bereich reingeswitcht.
und wenn wir nicht sehr, sehr schnell handeln mit nicht kontrollierbaren, nicht durch uns zumindest kontrollierbaren Folgen. Die Beispiele sind dort aufgeführt. Was den größten Teil, die größte Problematik ausmacht, ist Freisetzung reaktiven Stickstoffs durch die Verwendung von Düngemitteln mit den Folgen von Eutrophierung bis hin zur Belastung des genauso wichtigen Ökosystems Meeres. Der größte Teil der Ostsee ist von Eutrophierung betroffen. Auch die Küstenabschnitte, die in nationaler Verantwortung liegen, sind von Eutrophierung massiv betroffen. Unter anderem mit der Folge mehrerer Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU gegen Deutschland wegen Überschreiten der Nitratwerte und nicht hinreichenden Meeresschutz. Die Herausforderung, vor der wir stehen, bei global wachsenden Bevölkerungszahlen und bei sich inzwischen massiv veränderten Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, das, was wir vorgelebt haben mit einem sehr, sehr hohen Fleischkonsum in den letzten 30, 40 Jahren, ich glaube, länger liegt das noch gar nicht zurück, fängt an, sich global immer stärker zu verbreiten. Das führt dazu, dass inzwischen 33% der weltweiten Anbaufläche für Tierfutter benötigt wird. Das ist eine gigantische Menge. Und in Europa ist es noch mal mehr. Diese 60% bilden das noch nicht abschließend ab, weil sie wissen, glaube ich, alle, dass wir ja in sehr, sehr gravierendem Ausmaß Soja importieren als eine der Hauptfuttergrundlagen für Geflügel- und Schweinemast und das natürlich noch obendrauf kommt. Und dann die Folge Gülleüberschuss und direkter Nitrataustrag aus dem synthetischen Dünger in wirklich sehr relevanten Größenordnungen. Man muss dazu sagen, dass es nicht flächendeckend überall gleich ist. Sie haben Gebiete, in denen die Nitratproblematik relativ gering ist. Und das Schlimme ist, die Gebiete, in denen Sie Weser-Ems, ist, glaube ich, das, was immer jedem bekannt ist, was am häufigsten genannt wird, wo Sie inzwischen wirklich von einer Gülleregion entlang der Autobahn, weil abtransportiert werden muss. Vor Ort kann es definitiv nicht alles entsorgt werden, diese sogenannte Gülleautobahn durch Niedersachsen heraus. Dann der Dünger, der Stickstoff, der aus der direkten Düngung, also nicht über Gülle, in unsere Umwelt entlassen wird, führt inzwischen dazu, dass wir die EU-Vorgaben für die Nitratbelastung auf einem großen Teil, teilweise Niedersachsen mehr als 60%, also über die Hälfte der Landesfläche, nicht mehr einhalten. Die Trinkwasserleiter teilweise mit Nitrat massiv belastet sind, einzelne Trinkwasserwerke nur noch Trinkwasser durch diesen sogenannten Verschnitt zur Verfügung stellen können. Das heißt, es muss belastetes Trinkwasser mit unbelasteten gemischt werden, um dann noch eingespeist werden zu können. Und auch das sind Dinge, die uns als Allgemeinheit angehen und nicht nur diejenigen, die auf der Fläche produzieren. Landgrabbing, ich will es nochmal ansprechen, weil alle Problematik, die wir für Deutschland oder für Europa diskutieren, an Nitratbelastung, an zu dichten Viehbesatz, an den ganzen negativen Folgen mit Bodenverdichtungen, häufig außer Acht lassen, was für unseren Konsum, für unsere Lebensweise außerhalb Europas an Landfläche zusätzlich genutzt wird. Ich hatte Sojaimporte, die hauptsächlich aus Südamerika kommen, angesprochen, aber das ist eine Übersicht, wie in den letzten Jahren Finanzinvestoren, die teilweise schwer verfolgbar sind, für wen sie Land, für wen sie Grund und Boden aufgekauft haben, welcher Nutzung sie es zukünftig zuführen wollen, aber seit der Finanzmarktkrise 2007, 2008 ein rapider Anstieg von solchen globalen Investments in Boden weltweit stattfindet. Und Sie sehen an den dunklen Punkten, wo die Investoren sitzen und an den roten Punkten, wo das Land aufgekauft worden ist. Und das heißt, dass Europa und auch Deutschland in diesem Bereich relevant mitmischt und international Landflächen der einheimischen Bevölkerung in diesen Regionen für die Nahrungsmittelproduktion entzogen wird, die häufig wesentlich umweltschonender wirtschaften, weil sie teilweise mit nicht so intensiven Methoden, mit niedrigeren Erträgen, ohne synthetische Düngemittel dort arbeiten müssen. Und eine Folge, die auch die Landwirte in Deutschland dieser Entwicklung inzwischen massiv spüren, sind die Bodenpreise, die sich seit 2005 mindestens verdoppelt haben. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, weil es im letzten Jahr, glaube ich, einen weiteren erneuten Anstieg gegeben hat.
Das heißt Landnahme mit weitreichenden sozioökologischen Folgen. Und Sie können sich vorstellen, dass ein internationaler Investor in der Regel anders mit Land umgeht, auf kurzfristige Rendite aus ist, als natürlich eine Familie, die dort möglicherweise nur Holz gesammelt hat und eine kleine Viehzucht möglicherweise gehabt hat. Also wir reden insbesondere in den afrikanischen Staaten über verheerende Entwicklungen. Während wir, wenn wir global gesehen, aber natürlich auch national gesehen, eine gute, eine nachhaltige Bodenpolitik beschreiten würden, wirklich riesengroße positive Effekte für unsere gesamten Gesellschaften, nicht nur die in Europa hätten. Dauerhafte Ernährungssicherheit ist ein Thema, was wir hier ja normalerweise nicht diskutieren, weil wir alle damit groß geworden sind, dass es permanent alles gibt und zwar im Überfluss und so billig, dass man es wegschmeißt, wenn es ja vielleicht nicht mehr so ganz frisch aussieht. Daran natürlich die gerechte Verteilung globaler Ressourcen hängt, weil wir dieses nur tun können, weil andere Länder uns ihren Grund und Boden zur Produktion mehr oder weniger freiwillig zur Verfügung stellen müssen. Und natürlich global gesehen eine massive Reduktion von Hunger, von Armut und daraus resultierender Flucht möglich wäre. Was im Umkehrschluss heißt, wenn wir diese Prozesse nicht in den Griff bekommen, werden wir Jahr für Jahr neue Fluchtströme, ich sag mal, miterzeugen. Ich will nicht sagen, unser Fleischkonsum ist daran eins zu eins schuld. Dafür sind diese Prozesse viel zu komplex, aber es hat mehrere Revolutionen oder das Stürzen von etablierten Regierungen gegeben, die mit Landgrabbing, die mit Bodenspekulationen, die mit Aufkauf von vorhandenen Ressourcen, die von der einheimischen Bevölkerung genutzt worden sind, zu tun haben. Ich glaube, Kenia ist das bekannteste Beispiel. Das heißt, globale Sicherheit, ich meine richtig Hardware, die Frage, wo neue Konflikte, wo Kriege entstehen, mit der Frage, wie geht die internationale Staatengemeinschaft damit um, die hängt unmittelbar mit der Thematik, wie produzieren wir, wo produzieren wir, wie viel konsumieren wir zusammen. Dass natürlich auch verbesserte Lebensqualität und Gesundheit mit einer guten Bodenpolitik zusammenhängt, weil unser Trinkwasser daran hängt. Und last but not least, eine gesicherte Artenvielfalt. Die größte Anzahl an Arten ist unterirdisch anzutreffen. Und wenn wir wissen, dass ein Drittel, jetzt nicht innerhalb des Bodens, sondern insgesamt an Flora, Fauna bedroht bis ausgerottet ist, und zwar dies in den letzten Jahrzehnten forciert, dann ist mir immer, ich will nicht sagen zu viel von der Klimakrise die Rede, aber zumindest zu wenig vom Artensterben die Rede, weil diese Problematik gravierend und für unser aller Wohlstand sehr relevant ist. Was bräuchten wir? Das ist definitiv kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe die Dinge, die mir in meinem politischen Leben am nahesten sind und die wir als Grüne Bundestagsfraktion auch vorantreiben werden. Reform der gemeinsamen Agrarpolitik in Richtung 2021. Die Diskussion beginnt ja jetzt sowohl in den Parteien, ich vermute im Verband ist sie schon etwas weiter fortgeschritten, führen müssen. Und die Frage, wofür öffentliches Geld in Zukunft ausgegeben wird, ob für Produktionsanreize in einem global überhitzten Lebensmittelmarkt oder für öffentliche Leistungen wie Trinkwasserschutz, wie Schutz der Artenvielfalt, wie Schutz des Bodens oder auch solche Dinge wie Moorwiedervernässung, das kommt dort unten nochmal, und Humusaufbauprogramme, ob dafür öffentliches Geld in Zukunft stärker eingesetzt werden muss. Die Bundesumweltministerin Frau Hendricks, Klammer auf SPD, nicht Grüne, Klammer zu, hat vorgeschlagen, die direkten Agrarsubventionen der ersten Säule komplett abzuschaffen und komplett in die sogenannte zweite Säule, also wo Strukturentwicklung, Agrarumweltprogramme etc. vorhanden ist, umzuswitchen. Mich hatte gewundert, dass dieser Vorschlag keinen radikalen Aufschrei und auch keinen großen öffentlichen Diskurs erzeugt hat, weil er äußerst revolutionär ist. Ich habe das ein bisschen damit erklärt, dass er nicht komplett ernst genommen worden ist, was ich für ein Problem halte, weil wir diese Diskussion brauchen. Wir werden mit den bisherigen Debatten über gute fachliche Praxis, über einzelne schwarze Schafe, die auch rausgezogen werden und deren Handlungsweise dann verändert wird auf die eine Art und eine oder andere Art und Weise, werden wir des gravierenden Problems, solange die Produktionsanreize
ohne Auflagen für die öffentlichen Leistungen passieren, nicht Herr werden. Ich vermute, wir kommen da in der Diskussion nochmal drauf zurück. Wir werden die Tierhaltung an die Fläche binden müssen, mindestens in solchen Regionen wie Weser-Ems sehe ich nicht, wie die Problematik dort lokal vor Ort in den Griff gekriegt werden soll. Wir werden den Stickstoffeintrag drastisch reduzieren müssen. Ich finde, dass die ökologische Landwirtschaft weiter gestärkt werden muss. Humusaufbauprogramme, war ich vorhin darauf eingegangen. Und ich vermute, Michael Succo hat in seinem Vortrag auf die große Bedeutung der Moore, vor allem auch als Kohlenstoffsenke im Hinblick auf die Klimakrise hingewiesen. Wir brauchen Wiedervernässung von Mooren und einen kompletten Schutz der noch existierenden Moore. Soweit für meinen Einstieg. Eine letzte Anmerkung. Ich habe den Wink mit der Zeit bemerkt. Eine letzte Anmerkung sei mir gestattet. Ich bin gestern auf einer Fachanhörung meiner eigenen Fraktion zum Thema Meeresschutz gewesen. Man könnte fast alles, was ich eben zum Thema Boden gesagt habe, vom Prinzip her auf die globalen Meeresökosysteme übertragen, von ihrer Gefährdung, ihrer immensen Funktion bis zu der komplexen Aufgabe, dort anders mit umzugehen. Und ich glaube, dass Veranstaltungen wie die heutige noch in größerem Umfang notwendig sind, um die entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit auf den Boden und auf die Meere zu lenken, weil sie im öffentlichen, politischen wie gesellschaftlichen Diskurs zu kurz kommen. Meine Erklärung ist, wir leben weder unter dem Boden noch im Meer direkt, deshalb kriegen wir zu wenig mit, was dort wirklich passiert. Aber wir sollten es schleunigst tun, weil es absolut notwendig ist. Vielen Dank.